So, jetzt tauchen hier Kennzeichen und irgendwelche Kriminelle auf mit der Wortmarke Polizei. Die scheinbar irgendetwas verlangen. Dann werden wir jetzt mal sehen, was die von einem wollen. So. Jetzt kommt da jemand. Nee, ich mach gar nichts. Sie sind auf meinem Boden. Ich weiß gar nicht, was sie von mir wollen. Wir wollen nicht kriegen. Ja, dann zu wem wollen sie dann? Nee, die kennen sie nicht und das ist mein Staatsgebiet und wer sind sie überhaupt? Ja, nur weil sie da eine Wortmarke spazieren tragen, sind sie gar nichts, okay? Also. Sind jetzt ihre Schwiegereltern da oder sind sie nicht da? Sie sind hier in einem fremden Territorium, darüber sprechen wir jetzt gerade. So, was möchten sie von mir? Bitte was? Nein, da kommt niemand. Nein, hier bleibt oben. Und hier die ganzen maskierten Kriminellen, die interessieren mich gar nicht. Nein, ich nehme gar nichts runter. Zeigen Sie mir erstmal, warum nennen Sie mich überhaupt so? Wie kommen Sie da auf die Idee, dass Sie mich so nennen dürfen? Mit welcher Grundlage? Mit welcher Grundlage stehen Sie hier vor meinem Grundstück mit den ganzen maskierten Hafensängern hier? Was wollen Sie von mir? Mit welcher Grundlage? Nennen Sie das Gesetz? Ist das das Grundgesetz in der Fassung von 1949 für die Bundesrepublik Deutschland? Ja oder nein? Ist das das Grundgesetz? Ja oder nein? Ist es das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der genehmigten Fassung von 1949? Ja oder nein? Dann gehen Sie. Dann gehen Sie von meinem Staatsterritorium, ganz schnell. Sie brauchen auch nicht mit mir zu diskutieren. Sind Sie hier im Grundgesetz der genehmigten Fassung für die Bundesrepublik Deutschland? Ja oder nein? Von 1949. Ansonsten haben Sie und dieser Mann hier gerade eben und alle Maskierten hier sich zu Terroristen erklärt. Und das werde ich auch der Genfer Konvention genauso mitteilen. Und ihr lächerlichen Polizisten mit der Wortmarke Polizei in Bayern voll angemeldet. Macht mir keine Angst, okay? Darüber brauchen wir uns gar nicht zu unterhalten. Und das Ganze habe ich hier dokumentiert. Und ich zähle hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nasenbären mit Masken auf dem Kopf, mit einer Wortmarke Polizei und einem Aktenkoffer, Heini, der hier meint, irgendetwas durchsetzen zu dürfen. Ihr steht nicht auf dem Boden des Grundgesetzes in der genehmigten Fassung von 1949. Ihr habt gar nichts in der Hand. Ihr habt überhaupt nichts. Keine Rechte, nichts habt ihr. Ihr könnt abfahren. Und ich werde das alles hier aufzeichnen und werde es genauso auch an Genf weiterleiten. Ihr seid Terroristen. Jeder einzelne von euch ist ein Terrorist. Ist euch das klar? Und ihr verübt Völkermord am deutschen Volk. Und damit ist Schluss. Ihr seid Mörder und Terroristen. Und damit ist Schluss für jeden einzelnen für euch. Und ich werde alles daran setzen. Mein Staat Ur wird alles daran setzen. Ja, du kannst nicken, wie du willst, Clown. Du kannst nicken, du beeindruckst mich nicht. Du beeindruckst mich nicht, okay? Weil ich habe keine Angst vor keinem von euch. Merkt euch das. Und ich werde jeden Einzelnen, daran werde ich alles dran setzen. Aufspüren, finden und dann werden wir uns widersprechen. Vor Gericht, vor einem ordentlichen Gericht. Und dann werden wir sehen, wie viel dein Kopfnicken noch wert ist. Das werden wir noch sehen. Da brauchst du machen, was du willst. Stehst du eh nur auf der Straße rum. Ihr seid hier lächerlich. Lächerlich seid ihr. Ihr habt nichts in der Hand. Ihr sollt euch schämen. Ihr Volksverbrecher. Nazis, Faschisten, das seid ihr. Mehr nicht. Mehr nicht. Genau das seid ihr. Ihr denkt, ihr könnt mich beeindrucken. Guck mal, ich stehe ganz alleine. Ganz alleine stehe ich vor euch allen. Ganz alleine. Schämt euch. Ihr habt nichts in der Hand. Gar nichts. Mörder seid ihr. Volksverbrecher. Verräter am deutschen Volk. Und darüber werden wir uns noch unterhalten. Das ist mir scheißegal, was sie machen. Ich habe die Sachen und ich werde das festhalten und das geht an Genf. Und da werden und sie können mich nennen Mickey Maus, Weihnachtsmann, wie sie wollen. Ist mir Latte. Nennen Sie bei Ihrem Namen. Nein, das ist nicht mein Name. Können Sie das begründen, dass das mein Name ist? Können Sie das begründen? Haben Sie einen Staatsvertrag? Haben Sie irgendetwas, das mich als so etwas ausweist, was Sie gerade von mir erzählen? Sie haben gar nichts. Einpacken und abfahren. Auf Wiedersehen. Das war's. Geile Show, Leute. Und ich bin ganz alleine hier. Ihr seid ein lächerlicher Witz, seid ihr. Ein lächerlicher Witz. Schämt euch. Und ihr habt gerade der ganzen Gesellschaft hier in Reuden bewiesen, dass ihr nichts wert seid. Gar nichts.
Und das war's. Und jetzt auf Wiedersehen, Herr Verbrecher und Terrorist. Guckt euch das mal an. Ich bin ganz alleine hier gewesen. Ganz alleine. Der ganze Haufen, der jetzt hier wegfährt, hat nichts in der Hand. Gar nichts. Müssen wieder abziehen. Witzfiguren. Kennzeichen LSA 46875. Kennzeichen SKJB 864. Die denken hier, die können hier mit Schlagzeug von Leuten auftauchen. Maskierten Idioten mit Masken und sonst was. Die beeindrucken mich nicht. Und dann HALCE 816. Das sind die Kennzeichen von solchen Kriminellen, Faschisten, Nazis. Die denken ernsthaft, dass sie mich beeindrucken können. Die können gar nichts. Und jetzt müssen sie zurücksetzen. Ein Witz ist das. Ein Witz ist das. Da, mein Staatsterritorium Ur. Das ist der Staat Ur. Und ich bin ganz alleine und bin gegen alle angetreten. Und jetzt müssen sie sich verpissen von meinem Boden. Auf Wiedersehen, Herr Nazi. Auf Wiedersehen. Da. Das sind Faschisten, das sind Kriminelle. Jetzt fahren sie ab. Aufnahme läuft noch. Was? Aufnahme läuft noch. Marvin, die Polizei. Marvin, hör mal.